Gauland. Die eigentliche Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland ist die Masseneinwanderung radikaler Muslime. Zu den verleumderischen Äußerungen von Frau Kamp-Karrenbauer erklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland: Die Äußerungen von Frau Kamp-Karrenbauer sind an Zynismus kaum zu überbieten. Frau Merkels CDU ist maßgeblich für den erstarkten Antisemitismus in Deutschland verantwortlich. Sie war es, die bis heute Millionen von Muslime illegal nach Deutschland hat einreisen lassen. Sie brauchten nicht nur ihren radikalen Islamismus, sondern auch ihren Judenhass mit nach Deutschland. Dafür ist auch Frau Kamp-Karrenbauer mitverantwortlich. Jetzt zu behaupten, die AfD sei eine Bedrohung für das jüdische Leben in Deutschland, ist zynisch und soll nur vom eigenen Versagen ablenken. Frau Kamp-Karrenbauer sollte viel eher darauf hinwirken, dass die Kanzlerin endlich etwas gegen die Islamisierung Deutschlands unternimmt, anstelle demokratisch gewählte Parteien wie die AfD zu verunglimpfen. Die AfD hat sich immer an die Seite Israels, aber auch an der Juden in Deutschland gestellt. Die Union sollte sich vielmehr ein Vorbild an Israel im Umgang mit illegaler muslimischer Migration nehmen, denn die eigentliche Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschland ist die Masseneinwanderung radikaler Muslime. Liken, abonnieren, verbreiten!